keine Lust, dass du uns verfolgt oder so. Aber der dreht jetzt eine Runde. So in 2,7 Kilometern. Achte aber drauf. Na, vielleicht solltest du da landen, wo der Ural ist. Ja, habe ich auch vor. Sobald ich den Ural sehe, ist gut. Der war an irgendeinem Baum, ne? Da war das Flugzeug, das gelbe. Das habe ich auch noch gesehen. Aber wo der Ural ist direkt stand, habe ich schon wieder vergessen gehabt vorhin. Lass mich mal überlegen. Ja. Ist er hier unter uns? Nee. So. Wo waren das? Gute Frage. Er ist jetzt weg bestimmt, ne? Moment. Es war doch an irgendeinem Baum. Ja, ein Baum, so habe ich es auch in Erinnerung. So ungefähr einen knappen Kilometer von der Mission, ne? Ja, ne? Warte mal, lass mal überlegen. Ich kann mich aber hier gar nicht an Häuser erinnern. War schon hier irgendwo. Ja, ja, weiter hier geradeaus. Da vorne irgendwo. Da steht doch ein so ein dicker Baum. Ich will jetzt auch nicht zu nah an die Mission ran. Hm. Nee, das war schon hier irgendwo. Ja, sag mal. Vielleicht war es auch da hinten. So weit weg war es nicht. Eine Mission. Das waren doch bloß noch, ich glaube, 800 Meter zur Mission hin. Scheiße. Oder 900. Sind wir vielleicht auf der falschen Seite? Hm. Wo ist denn der Turm jetzt? Nee, das stimmt, hast recht, so weit war es nicht weg. Ich muss mir mal die markieren. Warte mal, ich hatte den Turm dann da. Du musst weiter rechts rüber hier. Irritiert. Tausenddreier. Ah, ich habe ihn gefunden. Hier unten. Ah ja. Oh, leck mich fett. Ja, das kommt doch in 900 Meter ungefähr. Bis zu der Mission. Oh, stimmt. Vogel. Was? Ja, ein Vogel ist durch den Propeller geflogen. Ja, dass man keinen Triebwerksschaden gibt. So. Im Heli ist natürlich jetzt nichts von Gebrauch. Das heißt, ich hau aus dem Heli ab. Und versuch mein Glück. Ja, denk dran, du hast ja den Schlüssel für den Ural auch, ne? Der ist bei meiner Leiche. Ja, meine ich ja. Schleich dich ran.
Ja. Schön wär's, wenn ich unterwegs eine Waffe finde. Wo hab ich einen Bock, dass die mich abknallen? Nicht, dass sie jetzt zum Heli gerannt kommen, ne? Ich hoffe nicht. Da oben bin ich gefreckt. Weißt, hier irgendwo dürfte eventuell noch so ein Fuzzi rennen. Oh je. Hast du eine Pistole? Ja, toll. Die hilft mir richtig, ne? Alter, hab ich Schiss. Kein Bock nochmal zu verrecken. Da oben ist der Schweinestall, den sehe ich so ein bisschen von hier. Und dann bist du ja, stand ich da und dann bist du da Richtung Wald. Ich bin etwa 500 Meter von meiner Leiche weg. Dann krieche. Ja, genau. Nee, ich robbe mich jetzt zu meiner Leiche. Ja. Und dann robbe ich mich 500 Meter zurück. Von wegen. Ist die Mission überhaupt noch aktiv? Schau mal. Die ist noch aktiv. Ja. Nur rot angezeigt. Dann ist ja die Gefahr relativ hoch, dass die mich sehen, ne? Du musst einfach nur robben. Stück für Stück. Mhm, von wegen. Habe ich damals, weißt du noch, bei der Innenleiche, wo du auch Schlüssel hattest. Und das war ganz knapp mit der Zeit irgendwie. Oh ja, stimmt. Da bin ich auch rangerobbt. Also an jeden, der die erste Staffel nicht gesehen hat, da könnt ihr wirklich gucken, da haben wir sehr viel gemacht. Sehr, sehr viel. Ach ja, siehst du, das war gleich hier neben dem gelben Flugzeug war das. Da hüpft es nämlich. Bei mir ist das Flugzeug übrigens verkehrt rum. Schon wieder? So, an welchem Baum lag ich jetzt? Ja, das kannst nur du wissen. Nee, das weiß der liebe Ivan nicht. Bei welcher Leiche er lag, bei welchem Baum er lag. Oh, Katze, haust du ab. Sorry, aber die Katze ist gerade vom Schrank gesprungen und hat mir einen halben Herzinfarkt verabreicht. Vielleicht will sie auch mitzucken. Sie ist schon kommen. Ich renne den Fuzzis in die Arme. Sei bitte vorsichtig. Und wenn du dann dein Zeug hast, nicht gleich wieder auf die ballern, dann komm erstmal wieder hierher. Ja, ja. Aber wo? Wo zum Henker lag ich? Ja, ne? Das sind da oben diese hellbraunen Bäume, ne? Denke mal. Die so gegenüber vom Schweinestall stehen. Schweinestall, den sehe ich nicht mal. Ist das nicht der Schweinestall da oben? Warte. Wo siehst du da einen Schweinestall? Leck mich fett. Da steht das ist da die Mission. Oben, wo ich den Heli weggeholt habe. Alter, rechts. Der Ivan rennt die ganze Zeit im falschen Wald rum. Ja, rechts von der Mission ist der Schweinestall. Und vor dem Schweinestall ist doch so ein Wald und da warst du doch erst. Ja, jetzt müsst ihr euch gedulden. Ich muss jetzt 700 Meter nochmal rennen. Ich bin die ganze Zeit... Oh, da unten sehe ich sie rumrennen, ja. Das ja, mach dir nichts draus. Ich bin 600 Meter jetzt weggerannt von der Mission. Da sind die auch so weit Alter, von warte mal. Ich muss die Katze mal kurz schlachten. Ja, du bist doch nicht Alf. Zombie, bleib ja da. Oh, sorry. Ich hoffe, Daniel hat in der Zeit mal kurz auf Alleinunterhalter gemacht. Nö. Nee. Da, ich sehe sie schon rumwuseln, ey. Treff ich ihn? Treff ich ihn nicht? Alter, da sind 5 Leute von denen noch. 5 Stück. Dass die mich nicht sehen, ein Wunder. So, aber da unten waren auch welche. Oh! Bisse. Das war ich. Alter, hör doch auf, Mensch. Die NPCs, die kommen doch gleich nach mir suchen.
Na, die hören die Schüsse, dann kommen sie höchstens zu mir hier. Da steht jetzt aber ein Zombie. Zombie im Hintern. Den will ich loswerden. Dann hock dich in den Heli und warte einfach. Alter, hörst du auf? Da will ich sterben. Alter, Daniel? Was ist denn das für ein Zombie? Ich mach dich fertig. Wenn die NPCs jetzt lostigern und nach jemandem suchen, der eine Pistole in der Hand hat, dann finden sie natürlich mich. Und das bedeutet, ich finde dich. Oh, nicht bewegen, Zombie. Bitte lächeln. Bitte lächeln, sag mal tschüss. So, ich habe hier jemanden erschossen gehabt. Das weiß ich noch, hier muss eine Leiche von denen liegen irgendwo. Hörst du auf jetzt zu schießen, Alter? Ich mach dir gleich wirklich kurze Beine, du. Wieso treffe ich den? Wieso treffe ich den nicht? Weil er unverwundbar ist. Hör auf zu schießen. Na Leute, ihr habt's gesehen. Ich hab auf jeden Fall gerade mehrmals in den Kopf geschossen. Ich hab keine. Ich aber. Alter, wieso hab ich gelbe Kette zu? Und warte kurz, geht bestimmt auch wieder weg. Oh, jetzt hab ich auch eine. Uiuiui. Oh nein, Zombie! Oh nein! Ah, geh weg! Hau ab, gelbe Kette! Also, ich hab eine Waffe in der Hand. Jetzt ist sie wieder weg. Oh, jetzt ist eine gebrochene gelbe Kette da. Daniel, ich hab ein Problem. Ich hab einen Zombie am Hintern. Bin bei meiner Leiche. Aber? Zombie, ja. Wenn ich jetzt schieße, dann kommen die NPCs. Oh ja. Ja, das muss es riskieren. Ja. Und jetzt ganz schnell. Einfach alles nehmen, was er hatte. Na komm, pack ein. Spannend, das bleibt spannend. Oh, ich pack ein und ich nehme einfach alles mit. Und dann abhauen. Ne, von wegen abhauen. Ich will die tot sehen. Na, oh, dann stirbst du wieder. Quatsch. Natürlich. Soll ich dir eine Waffe mitbringen? Ja. Was war hier drin? Ach, hier war nur die Sandsäcke drin, ne? 19 Stück. Hier ist aber auch eine Waffe drin, eine M24, aber das ist die von dir, ne? Ja. Die hat 5 Schuss immer, ne? Ist scheiße. Irgendwie sowas. Na, viel passt ja nicht in den Heli rein, wa? Wieso, wie viel? Okay, die 19 Säcke jetzt, die zählen wahrscheinlich in der Mitte, da steht nämlich nur noch 1. Ansonsten steht 2, 1, 10. Und 19 Sandsäcke drin und eine Waffe. Dann könnte ich mir denken, dass 3, 20, 10. Ja, viel passt hier nicht rein. Oh, bist du auf dem Weg zurück? Ja, so gut wie. Okay. So, ich komme. Oh, Kamera. Komme. So, wo war der Heli? Ja. Ah, okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich habe übrigens eine Waffentasche jetzt. Ah. Hast du einen toten Soldaten geklaut, oder? Natürlich. Und ich habe einen wunderschönen Sniper. Ich schaffe sogar Nachtsicht, ne? Aha. Das heißt bei Nacht. Aber ich hatte mal, ich weiß mal, ganz damals einen Sniper, die hat Wärmesignaturen gezeigt. Die war geil. Die hat schwarz-weiß ja. gezeigt. Ja, weiß ich. Weiß jetzt gar